Zebras sehen aus wie kleine Pferde. Sie leben in Afrika südlich der Sahara, im Sudan und in den Bergregionen Südwestafrikas. Sie leben vor allem in den Steppen und Savannen, wo sie genug Gras und Kräuter finden. Die meisten Zebras leben in kleinen Gruppen von bis zu 20 Tieren. Die Gruppe besteht aus einem Hengst, etwa 6 Stuten und den Fohlen. Der Hengst verteidigt seine Gruppe gegen andere Zebrahengste. Die Zebras einer Herde wechseln sich als Wächter untereinander ab. Dadurch bietet das Leben in der Gruppe den Tieren einen großen Schutz. Zebras wissen übrigens genau, welche Tiere zu ihrer Familie gehören. Sie erkennen sich am Geruch, an der Stimme und auch an der Zeichnung ihrer Streifen. Das typische Streifenmuster der Zebras dient übrigens dazu, dass sie aus der Entfernung kaum zu sehen sind. Durch die Streifen scheint sich der Umriss ihres Körpers aufzulösen. So sind sie für die Raubtiere schwerer zu erkennen. Aber Streifen ist nicht gleich Streifen. Jedes Tier hat sein ganz eigenes Muster, das sich ein bisschen von dem der anderen Tiere unterscheidet. Es gab eine Zeit, da wollte meine Sophia jeden Tag in den Tierpark gehen, um die Zebras zu sehen. Wir lehnten immer am Gehege und jeden Besuch aufs Neue versuchte sie zu zählen. Nie wurde ihr klar, ob Zebras nun weiß mit schwarzen Streifen waren oder schwarz mit weißen Streifen. Sie hatte Zebra-Bettwäsche, Zebra-Hefte und leider auch Zebrakleidung. Durch die Streifen scheint sich der Umriss ihres Körpers aufzulösen. So sind sie für Raubtiere schwerer zu erkennen. Aber Streifen sind nicht gleich Streifen.